Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt, denke ich mal. Es werden zumindest ein paar Folgen werden. Und zwar spielen wir Minecraft, aber nicht normal, sondern wir befinden uns auf dem Nitrado.net Event Server. Also event.nitrado.net heißt der Server, glaube ich. Und ja, Nitrado, wer es nicht weiß, ist ja ein Serveranbieter und die veranstalten zum Sommer, Weihnachten, Ostern, zu irgendwelchen Anlässen immer Events. Das heißt, man kann auf diesen Server gehen, der ist natürlich in mehrere Unterserver verteilt und kann, wie zum Beispiel jetzt hier, Kekse sammeln. Es ist quasi eine riesengroße Welt, überall sind Kekse versteckt und man kann diese Kekse sammeln. Ich habe bereits einen Keks gefunden, das ist der hier vorne. Und steht auch ein Event von Nitrado.net, viel Spaß beim Kekse suchen. Zusätzlich dazu, als Motivation oder halt damit der Spaß, ja, noch belohnt wird, kann man am Ende des Events, je nachdem wie viele Kekse man hat, an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und je mehr Kekse man hat, also zumindest war es letztes Jahr so, je mehr Kekse man hat, desto höher war die Gewinnchance. Dieses Jahr verlosen die Gutscheine im Wert von 1500 Euro. Und zusätzlich kann man jetzt, wenn man seinen Ingame-Account hier quasi auf dem Server mit seinem Nitrado-Account verbindet, kann man pro Keks auch noch Geld einsammeln. Ich habe das jetzt gemacht und ich habe jetzt quasi für diesen Keks 1 Cent bekommen. 1 Cent ist nicht viel, aber pro Keks, es gibt wohl insgesamt 250 Kekse, sind das immerhin 2,50 Euro. Ich weiß nicht, ob es pro Keks mehr, vielleicht gibt es ja später auch noch mehr Geld. Wer weiß. Beim Sommer-Event habe ich insgesamt knappe 4,50 Euro zusammengekriegt, obwohl ich es nicht mal komplett zu Ende gemacht habe. Also, es kann sich schon läppern. Mal gucken. Kann man sich halt irgendwie später einen Server von mieten oder so, habe ich zumindest vor. Wenn ich ein bisschen Geld durch die Events zusammen habe, mache ich vielleicht mal irgendwann meine Let's Play-Welt als Server oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an und wir haben bereits einen Keks gefunden. Ich weiß nicht, ob ich glaube nicht, dass das die gleiche Karte ist wie letztes Jahr. Nee, das Schiff kommt mir nicht bekannt vor. Es scheint wohl wieder eine neue Karte zu sein. Springen. Ja. Ich packe auf jeden Fall alle Infos hierzu, wo ihr auf den Server kommt, wo ihr das alles findet und so in die Kommentare für die Leute, die es nachspielen wollen. Für die Leute, die es einfach nur aus Spaß nachspielen wollen und das Geld nicht unbedingt wollen oder so, ihr könnt ja trotzdem euren, falls ihr einen Nitrado-Account habt, den verbinden. Ich packe euch auch, oder in meinen Kommentaren, in der Videobeschreibung, befindet sich auch ein Spendenlink von Nitrado, wo ihr quasi für mich spenden könnt, falls ihr mich irgendwie unterstützen wollt. Weil ihr hier ja, falls ihr mit den paar Cents irgendwie nichts anfangen wollt oder so, könnt ihr das gerne machen. Ist natürlich keine Pflicht. Ich will jetzt hier auch nicht betteln oder so, sondern einfach nur so als Vorschlag. Hier sind so ein paar Befehle. Ah, so kann man sich Trank der Schnelligkeit geben, aber das kann man wahrscheinlich nur. Ja, man kann sich das nur alle paar Minuten geben oder Stunden oder so. Sub neu, also kann man dem Support anschreiben. Ja, Spawn kann man zurück zum Spawn-Punkt. Ich weiß nicht, ob man sich wieder zu bestimmten anderen Punkten teleportieren konnte. Also kann, das ging zumindest mal. Philcraft. Also hier sind auch sehr viele andere YouTuber unterwegs. Minigames. Also hier ist nicht nur einfach sammeln. Hier gibt es auch richtig Jump-and-Run-Passagen, die teilweise richtig schwer sind. Minigames und alles mögliche. Also hier ist richtig was los. Das ist nicht klein, die Karte. Zum Glück gibt es auf der Nitrado-Seite selber eine Karte, die man sich aufmachen kann. Die habe ich jetzt hier auf dem zweiten Bildschirm auf. Ist halt nur relativ reingezoomt im Moment. Rausgezoomt. Sein Portal. Da ist unser zweiter Keks. Und du hast für den gefundenen Keks 1 Cent von Nitrado bekommen. Da können wir ins Labyrinth. Da wollen wir noch nicht rein. Wir gucken uns hier erstmal um. Asia-Parcours, ja. Den gab es damals auch. Den mochte ich damals schon nicht. Portal. PvP-Arena. Da ist noch ein Keks. Mal schauen, ob wir überhaupt alle Kekse finden. Wahrscheinlich nicht. Oder zumindest nicht im Let's Play mäßig. Ich gehe jetzt mal in diese Richtung.
Könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls ich irgendwie einen Keks übersehe. Vielleicht habe ich den dann noch nicht gefunden, wenn das Video draußen ist. Ich denke mal, die erste Folge werde ich gleich, nachdem ich hier auch fertig bin mit Aufnehmen, raushauen. Kekse. Kekse. Beim Osterevent war es ein bisschen einfacher, da hatte man ein Osterradar. Damit konnte man die Kekse suchen. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob hier irgendwo Kekse drin sind. Das ist das Problem. Vor allem, man weiß immer nicht, welchen Keks man dann schon hat und welchen nicht. Und da wird ja wohl nichts drin sein. Da ist ein Keks. Ein Keks. Yeah. Der Keks hat kein Geld gegeben. Okay, man kriegt doch nicht pro Keks Geld. Wahrscheinlich nur für bestimmte Kekse. Ja gut, dann... Doch, du hast für den gefundenen Keks 1 Cent bekommen. Kekse! Kekse! Ich möchte Kekse! Also, noch dazu, das ist komplett kostenlos natürlich, ne? Also, ihr könnt ja einfach raufjoinen. 1.7 oder 1.8 geht wohl beides. Mal gucken. Kicks. Kicks. Ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher. Kicks, Kicks. Es ist... Kicksche. Kicksche. Kekse! Ich müsste mir jetzt eigentlich so ein Krümelmonster-Skin holen. Muss mal gucken. Vielleicht mache ich das für die nächste Folge noch. Falls man den irgendwo, denke ich, dürfte man ja einfach so kriegen. Hier sieht es ziemlich leer aus. Teilweise sind die Häuser noch leer, denke ich, ja. Server ist ja immer noch im Bau. Manchmal ist dann ganz oben was. Alle geben nur 1 bis 2 Cent. Ja, es ist... Immerhin. Wieso Mist? Ey, das sind ja mindestens 2,50 Euro. Und das quasi für nichts. Also ich finde das schon in Ordnung. Klar, wenn man in der Zeit, die man hier verbringt, arbeiten geht. Nach dem Jump'n'Run kommt ein Labyrinth. Ja, toll. Das wird natürlich echt spaßig noch. Hey, Clone LP 25. Ja, wir sind noch gar nicht ganz unten. Kollege, was geht? Jetzt wird es gerade Nacht. Das ist ein bisschen doof. Also es wird, die ersten Kekse sind wahrscheinlich relativ easy. Früher war es so, also ich habe ja letztes Jahr auch den auf dem Weihnachtsserver gespielt, da war es so, dass die Kekse entweder in den Häusern ganz unten oder ganz oben waren meist. Oder relativ offensichtlich in den Häusern. Aber außerhalb, ich habe glaube ich gar nicht alle gefunden. Da ist wieder einer. Just a Jump'n'Run. 2 Cent, 2 Cent, wir haben 2 Cent bekommen. Doch, das ist der gleiche Server. Das ist der gleiche Server, den kenne ich. Den kenne ich, das ist der gleiche vom letzten Jahr, aber das Schiff zum Beispiel kenne ich nicht da draußen und die haben auf jeden Fall weitergebaut. Und ich habe halt keine Ahnung, wo wir uns gerade befinden. Das wird später das größte Problem sein. Wo waren wir noch nicht? Keks. 2 Cent. Und nochmal 2 Cent. 2 Cent. Bald haben wir 50 Cent zusammen. Das waren ja jetzt relativ einfache Kekse. Aber ihr müsst überlegen, dass das 250 Kekse sind. Der Fall. Wir haben 9. Nach 9 Minuten. 9 Kekse. Ja, was würde ich mit dem Glas verschwenden? Wir sind wieder beim Spawn angekommen. Warum steht der in der Luft? Ja. Ich hab mein Geld nicht mehr. Jetzt mal ehrlich, wir sind da lang und da lang gekommen. Dann gehen wir einfach mal hier weiter.
Okay, wir müssen wahrscheinlich da hinten raus. Ich folge jetzt erstmal den Wegen. Der Prunk unter der Leiter, geht da überhaupt? Hä? Das nicht der gleiche? Ach, hier sind wir noch gar nicht gewesen, ne? Ah, es ist ein anderer Weg gewesen. Doch. Habe ich den übersehen? Den Schnee hier, der fliegende Schnee, da sind wir doch vorhin schon vorbeigekommen. Habe ich den Keks echt übersehen? Das kann doch nicht sein. Ist mal ehrlich, ist hier ein Keks im Wasser? Keks? Okay, das ist Eis, das ist kein Keks. So, 10 Kekse haben wir. Gehen wir mal hier lang. Also das hier ist jetzt nur so ein kleiner Teil. Ich habe die Karte ja nebenbei auf. Die Stadt ist ungefähr ja in der Mitte. Also das ist nicht mal ein Zehntel der Karte. Das wird noch richtig spaßig. Mal schauen, wie lange wir das machen. Auf jeden Fall ein paar Folgen. Und ja. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr selber das hier gemacht habt, wie viele Kekse ihr bereits gefunden habt oder falls ihr das dann macht. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich mag nämlich so eine Suchevents. Also mir machen die echt Spaß. Kekse? 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 Kekse, wo sind die Kekse? Meine Kekse. Ich krieg dabei aber richtig Hunger auf Kekse. So. Ist hier kein Keks in dem Haus? Kann doch wohl nicht sein. Wieso ist hier kein Keks? Kein Keks. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Geschenke, aber die kann man wohl nicht aufmachen. Nein. Oh Gott, noch ein Jump'n'Run. Ja, bei den Jump'n'Runs werden wir dann wahrscheinlich sehr verzweifeln, weil es gibt einen Geheimkeks, der bringt einem 14 bis 15 Cent. Gut, das gibt's doppelt, weil er es doppelt geschrieben hat. Genau, wo denn? Aber ich will den selber finden. Keks. Ah. Links oder rechts? Irgendwo im Nirgendwo in einem See. Gut zu wissen, hier ist auch leer. Also der Server befindet sich halt immer im Weiterbau, deswegen sind hier teilweise Häuser leer und in diesen leeren Häusern ist meist sowieso nichts drin. Oh, nächster Keks. Ich möchte das gar nicht wissen, wo der Keks ist, also zumindest jetzt noch nicht. Ich werde den bestimmt selber dann mal finden. Jetzt sehe ich das unfreiwillig ja gleich. Aber ich gucke eh nicht auf die Koordinaten, also ist mir das egal. Aha, was ist hier? Kekse? Tickets. 000. Hier kann man Bahn fahren. Ich möchte Bahn fahren. Kekse. Und Kekse möchte ich natürlich. Habe ich gesagt, dass ich Kekse haben möchte? Kekse. Kuchen. Kuchen nehme ich auch. Noch viel geiler als Kekse. Boah, das ist noch ein geiles Schiff. Da müssen wir auch noch hin. Was ist denn das für eine. Der hat hier sogar eine Fahrspur oder so, ne? Oder was ist das? Hier ein Keks? Nein. Kein Keks. So, sind wir auch mal freundlich. Ist hier ein Keks? Nein. Hey, da ist wieder einer. Hey, was bist du für einer? Hey, bleib stehen! Ja, mal gucken, ich denke mal, anfangs suchen wir ein bisschen alleine. Vielleicht finden wir ja dann irgendwen, der hier Kekse sucht, mit dem wir dann zusammensuchen können. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch gemacht. Da habe ich dann mit wem zusammengesucht, die meiste Zeit. Da haben wir uns quasi in Bereichen aufgeteilt.
Und dann haben wir halt gesagt, hier, da ist noch ein Keks, da ist noch ein Keks. Ging dann natürlich deutlich besser. Töne durch die Luft, der froh war Schall. Ja, ich kann nicht singen. Das weiß ich auch. Ich suche immer noch Kekse. Was soll ich hier sonst machen, ne? Ich erwähne das immer noch, dass ich Kekse suche auf einem Server, wo man Kekse suchen muss. Aber ich finde gerade keine Kekse mehr. Das ist ein bisschen... Ja, ich weiß, dass ihr uns viel Spaß beim Kekse suchen wünscht. Ich gehe einfach mal hier oben gucken. Geht das noch höher? Okay, das geht noch höher. Also wie gesagt, meist habe ich die Kekse entweder ganz oben oder ganz unten gefunden. Ich weiß natürlich nicht, wie das dieses Jahr ist. Was ist denn das? Weil wenn ich dieses ganze Haus... Das ist nämlich mit Absicht so gemacht, weil glaube ich, wenn du dieses ganze Haus jedes Mal durchsuchen musst... Es kann natürlich sein, dass da irgendwas ist. Das weiß ich natürlich nicht. Boah, ich glaube, ich spring gleich vom Haus. Ich krieg einen Drehwurm, ich krieg einen Drehwurm. Das scheint... Oh, wir sind oben. Wahrscheinlich ist hier jetzt kein Keks. Nö, hier ist natürlich kein Keks. Kein Keks. Ich wollte hier runterspringen. Jetzt muss ich ganz runterlaufen, weil ich da nicht runterspringen kann oder was? Weil ihr da noch Fensterscheiben eingebaut habt. Hui. 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 Und jetzt kriege ich schon wieder einen Drehwurm. Ja, ich würde sagen, das war's dann hier. Also, ich mache hier dann, denke ich mal... Ich weiß nicht, mache ich das alles an einem Stück und schneide das dann? Ist, glaube ich, besser, ne? Also, hier wird dann auf jeden Fall ein Schnitt sein. Das könnt ihr euch schon mal so denken. Also, ich werde nicht alles auf einmal aufnehmen, aber... Ich werde hier jetzt gleich mal einen Schnitt machen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die erste Folge gleich noch raus kann. Danach werde ich wahrscheinlich an einem Stück aufnehmen. Und wir sehen uns dann. Ciao.